Vor über 10 Jahren bestimmte die Schuldenkrise Griechenlands die Schlagzeilen. Nun hat das Land seine gesamten Schulden beim Internationalen Währungsfonds IWF zurückgezahlt. Dies fast 2 Jahre früher als ursprünglich geplant. Der griechische Finanzminister sagte, es schließe sich damit ein Kapitel der Schuldenkrise. Griechenland hat aber trotz der Verbesserungen nach wie vor die höchste Staatsverschuldung in der Eurozone. Das Land spare durch die vorzeitige Rückzahlung von 1,85 Milliarden Euro Notkrediten zudem 230 Millionen Euro an Zinsen. Griechenland hatte Ende März grünes Licht vom Europäischen Stabilitätsmechanismus und der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität dafür erhalten. Diese neu kreierten EU-Institutionen hatten das Land ab 2010 zusammen mit dem IWF mit Milliardenhilfen vor dem Staatsbankrott gerettet. Die Rückzahlung schließt das Kapitel der Staatsschuldenkrise von 2010. Griechenland hat trotz deutlicher Verbesserungen immer noch die höchste Staatsverschuldung in der Eurozone. Laut Regierungsprognosen soll sie Ende dieses Jahres 189,6% des Bruttoinlandprodukts betragen, gegenüber 197,1% im Vorjahr und 206,3% im Jahr 2020.